So, hier bin ich wieder. Ich habe mich inzwischen erfolgreich in die Bucht von Scapa Flow zwischen den Orkney-Inseln reinbegeben. Und ja, ich habe hier ursprünglich wollte ich hier den Teil eigentlich auch noch zeigen, wie ich reinfahre, aber das Video dauert inzwischen einfach so lang, dass ich mir gedacht habe, schneide ich das raus. Da fahre ich eigentlich nur auf Seerohrtiefe dort zwischen der Insel durch und muss mich an ein paar Blockschiffen vorbeimogeln, also oder einfach nur drumherum manövrieren. Das sind so ausgemusterte Schiffe, die mit Absicht versenkt wurden, anstelle davon, dass sie abgewrackt wurden. Und ja, ich habe den Plan geändert. Anders als ursprünglich angekündigt, bin ich nicht dort durch die Irische See durch und dann durch die Hebridensee, sondern einmal außen rum um Irland rum, weil ich mein Boot einfach doch mehr oder mein Boot doch mehr zu Schrott geschossen wurde, als ich ursprünglich dachte. Und dort hindurchfahren wäre einfach ein Selbstmordkommando gewesen, deswegen habe ich es bleiben lassen. Und eben, ich kann mal zeigen, also bislang war diese Fahrt wie angekündigt sehr, sehr erfolgreich, da eben einfach um die britischen Inseln sehr, sehr viel rum ist. Deswegen mache ich das auch so gerne. Gut. Hier sieht man auch schon mein nächstes Ziel. Ich bin, wie gesagt, inzwischen Scapa Flow drin. Das war damals ein sehr, sehr wichtiger Marinehafen der Royal Navy. Und ja, also als Stützpunkt der Home Fleet, die aber als Folge des Angriffs von U-47 unter Günther Prien, ich glaube eine Woche oder so, also Spielzeit, bevor ich hier bin, an die schottische Westküste, soweit ich weiß, auf die Hebriden oder hier irgendwohin verlegt wurde. Weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Und ja, ich denke mal, so eine Flottenverlegung wird eine Weile dauern, deswegen bin ich jetzt auch nochmal hier. Und wie man sieht, lohnt sich. Also da ein Schlachtschiff, ein Hilfskreuzer und ja, etwas weiter da vorne sieht man im Seerohr jetzt so, glaube ich, nicht so gut. Nee, das verdeckt befindet sich nämlich noch ein Flugzeugträger. Und ja, ich denke mal, dann lege ich am besten los einfach. Und ja, der schwächste Punkt, ich probiere es das jetzt mit einem Torpedo zu versenken. Das ist beim Schlachtschiff eine Kunst eigentlich. Und Visier dazu halt, ziele dazu halt auf den schwächsten Punkt. Da dachte ich bisher immer, wären es die Maschinenräume in die Mittschiffslinie, aber mir ist zu Ohren gekommen, dass bei den Schlachtschiffen unterhalb der Türme ist, aufgrund, also der Hauptartillerietürme, aufgrund der Munitionsmagazine. Klingt auch logisch und ich denke mal, das probiere ich jetzt mal aus. So ein Schlachtschiff der Nelson-Klasse. Ah, hier sieht man auch sehr schön die Schwachpunkte markiert. Und ja. Ich denke mal, da direkt unterhalb der Türme wird auf jeden Fall ein Munitionsdepot sein, Berichtigung. Und eben wie immer hier steht's, 11 Meter. Öffnen, schnell und auf 12,5, das wie immer den Kiel in anderthalb Metern Tiefe unterläuft. Ja, was gibt's noch zu machen? Ups. Gut, dann kommen wir als nächstes noch zum Hilfskreuzer. Ich denke mal, den ziele ich in klassischer Manier auf die Mittschiffslinie. 9,6 Meter macht 11 Meter Torpedolauftiefe und schnell. Und auf los. Ja, die Nelson kriegt bereits in wenigen Sekunden den Torpedo ab. Und erwischt. ja, das war das Munitionsdepot. Also wenn das Schlachtschiff heißt zerstört, nach einem einzigen Treffer, dann hat man das Munitionslager getroffen. Aber warum auch immer explodiert es nicht. Also ich habe dann noch mal ein bisschen was an Schadenseffekten gebastelt. Vielleicht kommt das noch oder. Ach, was weiß ich. Ah, das war auf jeden Fall ein Munitionstreffer. So, dann gucken wir mal der hier. Gut, spätestens jetzt sollte bekannt sein, dass ich hier bin. Oder nicht, weil ich auf Schleichfahrt bleibe. So. Ja, was mir halt negativ auffällt, ist, dass auch seitdem ich wieder ein bisschen dran rumgeschraubt habe, habe ich ja, glaube ich, am Anfang von dem Teil schon mal gesagt, dass
die Schiffe jetzt einfach viel zu schnell sinken. Also wenn man jetzt mal guckt, um wie viele Meter das innerhalb von ein paar Sekunden tiefer gesackt ist, ein Schlachtschiff wohlgemerkt, dann ist einfach klar, dass da was faul ist. Eben, ich habe realistische Sinkzeit eigentlich eingestellt und wundere mich jetzt auch, was hier los ist. So, ich denke mal, dann ändere ich als nächstes meinen Kurs, dass ich nicht dort ins Wrack hineinfahre. So. Und kann dann eigentlich... weiterfahren. Gucke ich gerade, ob ich bereits... Da ist es. Das müsste ja... Flugzeugträger, den man auf 3-3-7 mittlere Entfernung da auch sieht. Ich denke mal, bei dem werde ich dann auch probieren, mit einem einzigen Torpedo zu versenken, wieder, indem ich auf Schwachpunkte ziele und bei dem halt in klassischer Weise die Maschinen räume. Also gibt eigentlich 4 Schwachpunkte: die Munitionslager, die Mittschiffslinie, das habe ich schon öfter erklärt, wie das zustande kommt, dass die so schwach ist, eben der Kiel. Oder das ist eigentlich die Mittschiffslinie, was rede ich schon für einen Scheiß? Und halt Maschinenräume. Jetzt habe ich den Faden komplett verloren. Maschinenräume, Kiel bzw. Mittschiffslinie, Munitionslager oder aber der Bug. Also Munitionslager brauche ich, denke ich mal, nicht erklären, warum das so gefährlich ist, wenn ein Schiff dort getroffen wird. Unterhalb der Mittschiffslinie halt, weil. Also nur direkt unterhalb, weil durch die Druckwelle von der Torpedo-Explosion das Schiff erstmal nach oben geworfen wird und praktisch auf den durch die Explosionsgase, die eine Blase bilden, halt als nächstes eigentlich in der Mitte nicht auffliegt. Und Schiffe sind dazu gebaut, dass sie immer mehr oder minder gleichmäßigen Auftrieb erfahren. Wenn sie halt an einem Punkt keinen haben, ist schlecht. Und wenn es in der Mitte ist, ist sehr schlecht. Denn dadurch kann es sehr leicht passieren, dass es einknickt. Dadurch ist ein Treffer unter der Mittschiffslinie eigentlich auch immer sehr, sehr gefährlich. Und halt die Maschinenräume, weil es meistens die größten Räume von Schiffen sind, die nicht durch Schotts unterteilt sind. Und somit halt, wenn sie voll laufen, entsprechend schlechtes und des Weiteren natürlich das Schiff dadurch auch zum Stehen kommt. Also man kann dann noch einen Fangschuss abgeben, das Schiff kann sich nicht mehr von einem entfernen, aber das hier im Hafen eigentlich relativ egal. Und das mit dem Stoppen klappt nicht immer. Und eben der Bug gilt nur bei schnellen Schiffen. Das ist einfach, weil dann das Schiff vorne tiefer sackt und einfach rein durch die Fahrt dann eigentlich wie ein U-Boot untertaucht und eben Bedingungen dazu ist, dass das Schiff schnell ist. Das ist beispielsweise bei, oder zum Beispiel eben gerade bei Flugzeugträgern sehr praktisch. Ein Zerstörer ist auch sehr, sehr schnell, aber da ist eigentlich egal, wo man den hintrifft, der ist wie weggeblasen. Ein Zerstörer wird schnell lauter. Und 6-1. Eben beim Flugzeug, also ein Flugzeugträger lässt sich auf die Weise dann auch problemlos mit einem einzigen Treffer versenken. Jetzt kann ich nur hoffen, dass die mich nicht entdecken. Und im Moment haben sie aber offensichtlicherweise keine Ahnung, wo ich bin. Ich denke mal, als nächstes, wenn ich dann noch Torpedos über haben, denke ich mal, auf jeden Fall auch gefahrlos hier drin weiter unterwegs bleiben kann. Also gefahrlos natürlich den Umständen entsprechend gehe ich noch nach Scapperflow alias Kirkwall. Also Scapperflow ist eigentlich die ganze Bucht hier und die Stadt dort oben Kirkwall und greife noch die Schiffe dort an. Vorausgesetzt, die Situation lässt es zu. Ja, je mehr Zeit verstreicht, desto schwieriger wird es, mich dann noch zu finden. Was ich ganz vergessen habe, ist jetzt schon mal ein Safe-Game zu setzen. Na, scheiß drauf. Da einfach irgendwie gerade hier in Scapperflow das Spiel mitunter sehr, sehr einfach so zapp und weg abstürzt. Da wäre es denkbar ungünstig, wenn ich jetzt halt... Ja, wenn es einfach weg wäre. Gucke ich nochmal, ob der nach wie vor die Illustrious, also den Flugzeugträger, hat. Nee. Oh, ich meine Zerstörer. Geräusche werden schwächer. Und wie er auf den Scheiß mit entfernt sich kommt, frage ich mich ehrlich gesagt auch.
und auch wie er den überhaupt hören soll. Geräusche werden schwächer. 2, 1, mittlere Entfernung. Ich kann ja unterdessen schon mal gucken, wo die Illustrious ist. Da 9,1 Meter machen wir für Rohr 3, 10,5. Und wie immer schnell. Nein. Unbekannt. Euch beide Zerstörer. Gleich bleibt. Auf 7. Ganz schwach. Nee, das kann eigentlich fast nicht sein. Ja, das ist nämlich ein anderes Schiff. Aber bis ich so stehe, dass ich schießen kann, dauert noch ein bisschen. Ja, jetzt langsam. Ist auch praktisch, dass sich das Wetter beruhigt hat. Also es hat gerade eben, als ich noch vorm Hafen war, verdammt gestürmt. Und auch als ich hier reingefahren bin, war es noch nicht so gut. Und dadurch hat es halt doch so heftig geschaukelt und die Unterschiede einfach so vom... Bingo. Ist, glaube ich, schon auf dem 10.5. Stimmt alles. Oh, verarsch mich. Nee, oder? Das, jetzt ist es das erste Mal passiert. Das, was ich im allerersten Teil, glaube ich, mal gesagt habe. Dass die Magnettorpedos mitunter zu früh zünden. Das ist natürlich ärgerlich, dass das gerade jetzt passiert. Nächster Versuch. Nee, oder? Erwischt. Ja, auch der ist. Da sieht man, mit abgesoffenen Maschinenräumen ist ein Schiff kaum mehr zu halten. Jetzt überlege ich gerade, ob es sonst fast eine Überlegung wert wäre, hier zu bleiben. Oder mich wieder, dass ich dahinter zwischen die beiden anderen Wracks fahre, um die einfach als Deckung vor den Zerstörern zu nutzen. Aber im Moment scheinen die keine Ahnung zu haben, wo ich bin. Dann kann ich ja schon mal die Torpedoräume bemannen. Oh, ich meine, Zerstörer wird schnell lauter. Um dementsprechend bereit zu sein, um nachzuladen. Was auch noch eine Option wert oder eine Überlegung wert wäre, in einem der Seitenarme oder wie auch immer man es nennen mag, hier ist nämlich noch ein Schwimmdock. Ja, du bist eine ganz liebe Katze. Jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen. Das schneide ich jetzt nicht, weil hier die Katze irgendwie was will.
So, da bin ich wieder. Ich denke mal, die paar Sekunden zu cutten lohnt jetzt ganz sicher nicht. Und, oh, ist Wasser da tatsächlich so tief, oder? Jetzt habe ich den Bug schon wieder. Geht wieder. Kann auch fast nicht sein. Nee, offenbar ist das im Schlamm versunken oder was auch immer das darstellen soll. Das backt einfach mal wieder ohne Ende. Und schon wieder suchen die ganz an der falschen Stelle. Schon wieder gute 500 Meter weiter. Hat der eigentlich keine Rettungsboote gesetzt oder wundere ich mich gerade? Na egal, ich jedenfalls nutze die Zeit, um schon mal zu gucken, was im Hafen an sich ist, also Kirkwall. Da ist noch ein Zerstörer. Und ansonsten Fischerboote, die lohnt übrigens ganz sicher nicht. Also außerhalb vom irgendwo, wenn ich die mal auf hoher See treffe, schieße ich üblicherweise ein paar Schuss Flak auf die ab. Und rammen die dann einfach, weil durch die Flak das als meine Versenkung gilt. Und eben. Und bei Fischerbooten so eigentlich das einzige sind, wo es keine Scheißidee ist, die zu rammen. Ich denke mal, hier diesen Tanker da, den größeren, werde ich auf jeden Fall angreifen und... hier diesen... Truppentransporter. So gucke ich nur gerade, es kann nämlich... Ja. Hier ist ein Netz. Moment. Ah, ich war schon mal hier in Scapperflow und weiß daher aus Erfahrung, dass hier irgendwo an der Seite eine Lücke im Netz ist. Euch beide zerstören. Nee, die haben keinen blassen Schimmer, wo ich bin. Zerstören. Boah, und jetzt klingelt auch noch das Telefon. Was ist denn heute los? Dann komme ich gleich wieder. Leck mich doch kreuzweise am Arsch, was ist denn heute los? Echt. Na jedenfalls scheinen die echt keine Ahnung zu haben, wo ich bin und... ja, das muss ich halt nochmal ordentlich... Ich denk mal, ich kann die Schleichfahrt... aufheben. Ja, jetzt muss ich mich halt beeilen, weil ich in einer halben Stunde noch was erledigen muss. Euch Meinung zerstören. Und ja, dadurch muss ich halt. Jetzt gehe ich lieber mal wieder auf Schleichfahrt. Ich kann ja schon mal gucken, ob ich selber. Euch Meinung zerstören. Wird schnell lauter. 1-4-0. Ganz schwach.
sage ich einfach. Horchbeilung. Achter. Geräusche werden schwächer. 3, 3, 7. Mittlere Entfernung. Horchbeilung. Achter. Geräusche werden schwächer. 3, 3, 8. Ganz schwach. Horchbeilung. So, inzwischen wird's Tag und es hat zugezogen. Dass es jetzt wolkiger wird, ist auch praktisch für mich, da es jetzt auch am Tag nicht ganz so hell ist. Also, ich habe im Moment ein Schweineglück mit dem Wetter. Jetzt gucke ich nur gerade, wo hier eigentlich... Da sieht man es sehr schön, das Netz. Und da ist es dann auch ganz plötzlich vorbei. Was heißt, hier am Rand ist eine ordentliche Lücke, wodurch ich dann auch reinfahren kann. Oh, ich meine, zerstöre. Habe ich jetzt echt Glück, nicht hat... Schon öfter die Situation, dass ich zwar schön in die Bucht reingefahren bin und dann doch irgendwie entdeckt wurde und dann eben anfangen konnte, mit den Zerstörern hier im flachen Wasser Katzenmaus zu spielen. Also wo ich keinerlei Chance hatte, auf Tiefe auszuweichen. Also immer nur per, sobald sie anlaufen, Vollgas geben, damit sie die Wasserbomben nicht auf mich schmeißen können. Und klar, mich dünne zu machen, indem sie mich irgendwann immer einfach mal finden können, kann ich hier drin vergessen. Deshalb eben... Wenn man hier entdeckt wurde, muss man halt einen Zerstörer nach dem anderen versenken. Ansonsten kommt man hier nicht mehr heil raus. So. Zerstörer wird schnell lauter. 2, 2, 7. Auf 330 und auf 275 muss ich horchen. Also da ist. Horchbeilung. Achter. Wird schnell lauter. 265. Mittlere Entfernung. Ne, 275 war's. Frachter. Horchbeilung. Achter. Wird schnell lauter. 272. Geringe Entfernung. Das ist auch ein Frachter. Horchbeilung. Achter. Geräusche werden schwächer. 330. Mittlere Entfernung. Beziehungsweise eigentlich kann ich hier den Tanker da ist er Schiff, Tanker macht 12,5 wieder so schnell magnetisch stimmt und groß alles im Wasser. Hier ziehe ich jetzt gleich doppelt auf die Mittschiffslinie halt, weil dort eben einerseits, wie ich es vorhin gesagt hatte, mit dem Einknicken und so und sich dort auch die Öltanks befinden. Da noch der Truppentransporter. Jetzt gucke ich gerade, ob wenn ich so auf den Truppentransporter schieße, ob da noch Netze zwischendrin sind oder... Da. Nee, geht. Dann muss ich noch ein kleines Stückchen weiter rein. Ich kann ja schon mal gucken. Der hat 9,4, macht 11. Und auch schnell. Fehlzünder, alles klar. Verdammt! Ja, feindliche Einheit zerstört, aber Fehlzünder. Logik, echt. Wobei, obwohl, vielleicht ist der zu tief gelaufen, warum auch immer. Oder hat einfach nicht reagiert. Ist dann hinten gegen die Keimauer geprallt, dort per Aufschlagzünder, der immer noch aktiv ist. Also wenn man auf Magnetzünder stellt, wird nur der, auf Aufschlagzünder stellt, wird nur der Magnetzünder deaktiviert. Und eben ist an der Keimauer detoniert, aber hat einfach durch die Druckwelle doch den Tanker. Ach, was weiß denn ich. So, und ich jedenfalls
fahr. Ruder 3, 5, Grad Backbord. Auf denselben Weg wieder hinaus. Und Elf haben wir gesagt. Schnell. Wart dann noch schön ab, bis der mir einläuft, dass er. Dass er grün wird. Oder genau auf Null steht natürlich am besten. Und los. Bei einem Torpedotreffer auf einen vollen Truppentransporter möchte ich mir ja echt nicht vorstellen müssen. Der war auch ein Fehlzug, also das ist nun auch wieder mal. Ja, Logik, echt was. Was hatte der denn geladen? Also ganz sicher mal keine Kartoffeln. Mann, 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 Mann. Er folgt doch schön brav seinem Kurs. Neuer Kurs, Herr Kalan? Dann fahre ich nicht. Oder ich nehme natürlich. Nee, ich fahre wieder raus, um draußen nochmal meine Sauerstoffvorräte aufzufüllen. Cutte ich, denke ich mal. Ja, mein Logbuch kann sich, glaube ich, sehen lassen. Zerstörer. Geräusche werden schwächer. 4, 8. Ganz schwach. Und jetzt, wo ich hier rausfahre, kann ich dann auch gerade die Blockschiffe zeigen. So, der liegt vor Anker, der liegt vor Anker. Ah, das sind eben Zerstörer, also die brauche ich mir keine Sorgen machen, weil die vor Anker liegen. Und, Moment, wo geht's hier raus? Da. Muss ich da irgendwie so zwischendurch. Ja, da ist noch eine kleine Lücke. Das Einzige, was scheiße wäre, wäre, wenn die jetzt im Netz zu ist. Ist sie aber allem Anschein nach nicht. Jo, dass die aber trotzdem noch schwimmen, erscheint mir irgendwie merkwürdig. Da sieht man aber sehr schön, wo die gesprengt wurden, um sie zu versenken. Und was da vorne passiert ist, also das, da die graue Wrackmarkierung heißt, dass dort irgendwas gesunken ist. Und da wüsste ich jetzt gern, was das ist. Beziehungsweise irgendwas zerstört. Also das heißt wahrscheinlich, dass hier ein Schiff, also ein Zerstörer auf Grund gelaufen ist, weil der probiert hat, davor zu fahren, um mich zu stoppen, wie ich da drin so unterwegs war. Und eben bedingt durch die etwas blöde KI ist er dann hier auf Land gelaufen irgendwo. Wäre einfach, das habe ich glaube ich schon sehr, sehr oft gesagt, eben ein, ja, kann man echt nicht oft genug sagen, weil das einem natürlich, wenn man es weiß, auch schön viele taktische Möglichkeiten bietet, weil die KI halt so ausgelegt ist, dass die Schiffe immer direkt auf ihr Ziel zulaufen. Und einfach, weil das Spiel ja eher so im Atlantik lokalisiert ist, wo es üblicherweise keine Inseln gibt. Ja, so eine Kohlenschute habe ich, glaube ich, auch irgendwo im Ärmelkanal versenkt. Mit zwei Treffern aus der 8-8. Und ja, der hat halt die Kohleladung angefangen zu brennen. Wobei, wenn man es wirklich geschickt anstellt, kann man die auch mit einem Treffer versenken, ohne dass irgendwas anfängt zu brennen.
Neben, ich habe ja, habe ich glaube ich schon gesagt, jetzt noch so ein Mod installiert, das Feuer auch Schäden verursacht. Zwar nur sehr geringe, aber es macht. Ich würde sagen, die haben allesamt keine Ahnung, wo ich bin. Und eben je mehr Zeit verstreicht, desto schwieriger wird es auch, mich wiederzufinden. Ich denke mal, mache ich weiter, bis ich draußen bin. Cut und film dann das nächste Mal, wenn ich da auf das Schwimmdock gehe und mache damit dann auch diesen dritten Part. So, ich nehme alles zurück, die wissen, wo ich bin. Und jetzt hab ich Ärger. Jetzt die Kacke richtig am Dampfen. Das Einzige, was natürlich sein kann, ist, dass der da mich eben geortet hat als gedocktes Schiff, aber mich nicht angreifen kann, weil er nicht von da weg kann. Also der liegt vor Anker. Oder gedocktes Schiff halt, weil es Missionseditor Docked Ship heißt, die Einstellungsmöglichkeit dafür. Und eben jetzt nicht von da weg kann. Oh, ich meine, zerstöre ganz schnell. Ja, das wird der da sein. Und jetzt hat er mich schon immer in der Ortung. Oh, ich meine, zerstöre ganz schnell lauter. 8, 9. Ganz schwach. Ja, da hinten suchen sie schon wieder. Also sonderlich helle sind die hier offenbar nicht. Eigentlich sind die Bewacher von Scapperflow nämlich ein bisschen aus dem anderen Holz geschnitzt als beispielsweise die von vorhin aus dem Ärmelkanal. Aber die hier scheinen offenbar unwesentlich blöde zu sein. Ich glaube, dass meine Batterien und Sauerstoff machen. Ja, Sauerstoff wird schon langsam kritisch. Also hatte ich ja, glaube ich, in dem Part schon mal gesagt, was mit Sauerstoff ist. Das, da steht es auch CO2 als entscheidendes Kohlendioxid. Das stimmt, habe ich glaube ich gesagt, irgendwo im Nordostseekanal. Und dort die Zeit. Oh, ich meine, zerstöre, wird schnell lauter. 1, 5, 6. Ganz schwach. Boah. Da muss ich durch. Wenn ich da dran vorbei bin, bin ich eigentlich quasi in Sicherheit. Oh, ich meine. Perfekt, ich muss nicht mal irgendwie den Kurs korrigieren, um hier durchzukommen. Also es war jetzt natürlich Zufall, aber neben hier so dieses wirklich komplett schrottige Design von den Blockschiffen gefällt mir auch sehr gut. Also da haben die Macher schon, finde ich, einen ganz netten Job gemacht. So. Sauerstoffvorrat ist auf 50% gesunken. 50% heißt aber immer noch gleich viel, wie ich verbraucht habe. Also jetzt gerade wäre es natürlich optimistisch zu sagen, ist gleich viel, wie ich verbraucht habe. Wenn ich jetzt aber in irgendeiner richtig beschissenen Situation bin, wäre es kacke, wenn ich weiß, dass ich jetzt nur noch so viel, wie ich schon getaucht bin, getaucht bleiben kann weiterhin. Oh, ich meine, zerstöre. Gleich bleiben. Ist derselbe. Was ist das denn eigentlich für einer? Interessiert mich jetzt, was für ein Typ. Kenne ich gar nicht. V- und W-Klasse beispielsweise ist so häufig, dass man die echt problemlos erkennt, wenn man sie sieht. Aber der hier kann ich immer spaßeshalber im Erkennungshandbuch blättern. Dann bin ich schon zu weit. Zerstörer sind eher hinten. Ja, da sind noch alle möglichen Hilfsschiffe. Schwimmdocks komme ich gleich zu. Ich glaube, A- und B-Klassen sind hier relativ oft unterwegs bei Scapperflow. Gucke ich gerade. Und A und B. Auf 3D-Ansicht. Ist jetzt blöd, dass da unten die Leiste im Weg ist, aber könnte sein. Ach, ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Dumm nur, dass die mich jetzt halt daran hindert, aufzutauchen. Ja, im Moment geht's noch problemlos. Oh, ich meine, zerstöre. Auf 3, 1, 8. Und jetzt wird der wieder dahin zurückgesetzt. Na denn.
glaube, ich kann auftauchen. Oh, ich bin Zerstörer. Die können alles an Kojen. Du kannst auf die Brücke. Der auch. Und ich bin sicher wieder aus Scapper Flow draußen. Das heißt, ich kann auch. So, hier bin ich wieder, wahrscheinlich das letzte Mal auf dieser Fahrt. Und dort ist auch das von mir vorhin erwähnte Schwimmdock. Was als Dock nun mal ein sehr leichtes Ziel darstellt. Und ja, ich denke mal, groß was zu sagen gibt es nicht. Ich bin auch wieder hier einfach reingefahren. Das war eigentlich gar nichts Besonderes. Reinfahren, schießen, rausfahren wird das im Wesentlichen jetzt nicht. Denk mal, ich zeig dann auch nur Bums und mehr nicht. Da sieht man auch, warum ich das angreife. Das hat 33.200 Tonnen, also ist ganz nett für die Statistik und ist ein mega einfaches Ziel. Das ist auch gar nicht dazu gebaut, irgendwie robust zu sein. Das heißt, das ist auch nach einem Treffer weg, egal wie mies der ist. Und eben, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte das gibt. Also es gibt eine Tabelle und ich meine, es war eigentlich nicht wirklich viel, was meiner Meinung nach unangebracht ist dann. Kleine Fahrt zurück. Das war jetzt scheiße, dass ich da aus Versehen mitgekriegt habe. Und ja. Ich meine, Schwimmdock ist taktisch was Wichtiges. Wenn das Dock zerstört ist, lässt sich da drin natürlich nichts mehr reparieren. Von dem her ist meiner Meinung nach eigentlich eher schon ein wichtiges Ziel. Ich habe die jetzt auch ganz klassisch auf Kontaktzünder eingestellt und ja, was gibt's noch zu sagen? Alles im Wasser. Das kann ich dann auch wieder einfahren. Neben Hecktorpedo habe ich noch 2 Schuss für, daher habe ich aus dem Heckrohr geschossen. Und was ist das jetzt für ein Müll, wenn ich mal fragen darf? Stopp. Der war auf 10 Meter eingestellt, das Ding hat 13 Meter Tiefgang und unterläuft es. Wie ist das möglich? Das heißt, dann sorge ich dafür, dass der Hecktorpedo schnellstmöglich nach... Oder ne, jetzt wiederum ist es wieder klüger aus dem... Ey, ich glaub's nicht, das war jetzt, als wäre der auf Magnetzünder eingestellt gewesen. Der war aber auf 10 Meter Kontaktzünder und... Wie kann das sein? So. 0 Meter, schnell, Kontakt. Jetzt gehe ich mal schön auf Nordkurs. Ey, ich glaub's nicht. Sauerei. Nochmal prüfen, also der steht auf 0 Meter und Kontakt, also was da jetzt noch schief gehen soll. Den hat's erwischt. Also. Aber was das gerade eben war, wüsste ich echt gern. Weil das stinkt mal gewaltig nach Bug. So, und das sollte eigentlich unter den Umständen immer zu halten sein. Das heißt, zu halten sein.
ganz ehrlich, was soll das jetzt? Stopp. Das hat keinerlei... keinster Weise vorzusinken, sagen wir es mal so. Der macht jetzt auch noch schlapp. Wie ist das möglich? Und jetzt wird der noch zum Laden vorbereitet. Was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt lädt der noch das Hackron nicht nach. Ey, ich glaub's nicht. Na nee, stimmt, ich hatte ja Schleichfahrt. Ich nehme alles zurück. Stopp. Westen, ein kleines Stück. Mach ich jetzt einfach schnell so. Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. Ui, was war da denn? War gerade ein Flugzeug rüber, oder? Was war das für eine Markierung eben? Und nach Norden. R3. Auch 0 Meter. Mal ein kleines Stück nach Westen und wieder ein Stück nach Norden, und das hat mir noch gefehlt. Ey, ich liebe es, dieses ganze Mikromanagement von wegen Besatzung hin und her schieben und so weiter und so weiter. Null schnell Kontakt. Neuer Kurs, Herr Kalein? Wenn der jetzt nicht zündet oder so. Ich meine, ein. Den hat's erwischt. Allein. Na also. Jetzt kann ich hier ja wieder rausgehen und kann das Ganze eigentlich auch hier beenden. Ich denke mal, das ist dann auch das Ende vom dritten Teil, außer es passiert jetzt noch irgendwas wirklich, wirklich Besonderes. Also, und dann weiß ich nicht, ich denke mal, die vierte Fahrt nehme ich dann nimmer auf, es sei denn, da passiert wieder eben was Besonderes. Mach ab jetzt echt nur noch, wenn irgendwie ich wieder mal einen Hafen angreife, also, keine Ahnung, als nächstes Reykjavik oder Operation Paukenschlag, dann 1940, keine Ahnung welchen, 1941, weiß auch nicht, 42 New York, 43 Reykjavik, ich weiß nicht, also seitdem einfach, wenn wieder was ist, mache ich den nächsten Part. Ist es dann, ist dann, denke ich mal, auch Ende. Okay, ich bin hier doch nochmal wieder, weil diese dritte Fahrt mit der Randale-Tour einfach doch ein enormer Erfolg wurde, den ich da, denke ich mal, einfach noch kurz das Logbuch anschauen will. Also hier sieht man es schon mal, ja, genau 3 Wochen in See, also nicht wirklich lang. Kiel nach Kiel, wie es eigentlich sein soll. Und ja, halt 15 Handelsschiffe mit 70.000 Tonnen ungefähr versenkt oder 71.000 gerundet und 7 Kriegsschiffe mit 108.000 Tonnen gerundet. Davon ein Schlachtschiff, ein Flugzeugträger, ein Hilfskreuzer, ein Zerstörer, ein Minenleger und 2 Patrouillenboote. Wobei ich jetzt gerade überlege, was der Minenleger sein soll. Also Moment, ich glaube, ein Missionseditor haben Schwimmdocks als Dings, Typcode oder wie es heißt, ML, also was weiß ich, wie Schlachtschiffe BB haben für Battleship oder Flugzeugträger CV oder CV für Chrysler Wallplane haben dann Dings, Schwimmdocks ML, also für Minelayer vielleicht. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, einen Minenleger versenkt zu haben, also dann wird das wohl das Dock sein und 7 Flugzeuge abgeschossen. Wie ich sagte, der Bootszustand ist jetzt nimmer so, also 12% ist eigentlich
kurz vorm Auseinanderfliegen. Also ich habe ja gesagt, mehr als Zero-Tiefe geht nimmer. Aber dafür halt 4342 bzw. 43 XP, wenn man rundet, das ist enorm. Da EK1, also Eisernes Kreuz erster Klasse, ausgezeichnet, Beförderung und Medaillen für die Besatzung, also ganz nett. Oberleutnant wurde ich, glaube ich, davor befördert. Oder sogar schon auf der ersten Fahrt. Nee, bin ich immer noch. Ah, kann ich hier gleich gucken. Da, wenn man mal mit der zweiten Fahrt vergleicht. Boah. Egal, ich wollte ja das Logbuch durchgehen. Also hier sieht man es. Als erstes der Zerstörer, den man da am Anfang gesehen hat. Große Frachtschiff, kleine Frachter. Bewaffnete Trawler, das war der, den ich per Deckgeschütz versenkt habe, ein Kriegsschiff. Schlepper, also hier von denen auf der ersten Seite nur die JK-Klasse per Torpedo da. Dann erstmal alle per Deckgeschütz, beziehungsweise das Torpedoboot per Flak. Deckgeschütz, den Arrow Ensign, also der Flugzeug logischerweise per Flak. Den habe ich, glaube ich, torpediert, das zweite Schiff überhaupt. Deckgeschütz, auch per Flak, logischerweise Flak. Ich glaube Deckgeschützen, als mir die Munition fürs Deckgeschütz ausgegangen ist, Flak. Und ab da hat man es ja gesehen, das waren die in Scapaflow, also die Nelson als größtes Schiff insgesamt. Auf der Fahrt auch eines der größten, glaube ich, im Spiel. Hilfskreuzer Illustrious, Tanker, Truppentransporter, Schwimmdock. Und dann auf dem Rückmarsch nochmal drei Swordfish abgeschossen. Also, ich glaube, so eine Fahrt werde ich, wenn überhaupt, so schnell nicht wieder haben. Also, 178.000 Tonnen ungefähr ist eigentlich einmalig. Also, überhaupt auf einer Fahrt gab es das, glaube ich, echt nie. Wobei ich dazu sagen muss, dass in Salentante alle Schiffe in metrischen Tonnen verrechnet werden, während eigentlich die Frachter als Bruttoregistertonnen verrechnet wurden, aber das ist nochmal was anderes, wenn man es hier schon mal vergleicht, 243.000 Tonnen mit den beiden extrem erfolgreichen Feindfahrten und dann der, da halt die Top-10-Liste sozusagen immer beste, eben Herbert Schulz mit 70.000 Tonnen, also so viel wie ich auf der Fahrt Kriegsschiffe hatte, ich sag ja, es ist nicht unbedingt realistisch, was man hier an Versenkungszahlen hat. Gerade wenn man so wie ich halt vorzugsweise in Häfen lootet. Na, ich spiele es ja nicht wirklich als Simulation. Ja. Umlegen, was vor die Flinte kommt. Die Personalakten kann ich auch gerade gucken. 4 Beförderungen ist enorm. Ich glaube, die kann ich dann gerade schon den Offizieren geben, die sich verdient gemacht haben. Und was weiß ich. Ach, gucke ich noch. Medaillen, auch Unmengen. Also 8 Eiserne Kreuz 2. Klasse und 3 Eiserne Kreuz 1. Klasse schon. Das ist in Qualifikationen halt wie immer eine. Also und ich denke mal, jetzt gibt es von der dritten Fahrt echt nichts mehr zu zeigen. Und ja, ich melde mich wieder, wenn irgendwas Besonderes